Wie gesagt, darüber kamen wir jetzt nicht, ne? Da war ja nur die Sackgasse, richtig? Richtig. Was mache ich denn erstmal, wenn ich keinen Schutz habe mehr? Dann bin ich am Arsch, ne? Da oben war die andere Sackgasse. Hier möchte Bellyline rein, aber ich noch nicht. Ich möchte da oben noch gucken gehen, Bell. Tut es mir leid. Mist. Ja, klar. Einen Schritt gegangen und plopp. Fluppen Pokémon auf. Ich habe noch einen Topfschutz, glaube ich. Den hole ich mal gleich. Aus dem Kasten. Schrank. Immer. Gut, ich packe jetzt auch mal das Pokémon nach oben. So, Pokémon. Dir nehme ich jetzt mal das Glücksei weg und geben dir dafür ihre Wunderwörter. Da war noch Topschutz. Nugget, also will Wundersaat. Ja. So, und das Glücksei bekommt dann. Puh, Milli. Nee, TomTom, wegen. Ich möchte, dass er endlich eine nützliche Psychoattacke kriegt. Geben. Glücksei. Ja, und Krummlöffel. Ja, tauschen. So, dann kannst du nämlich nach oben, mein Lieber. So. Genau, Zorak ist jetzt weniger. Nicht unwichtig, aber. Der hat es jetzt nicht so eilig. Den kriegt man ja auch schnell nachgelevelt im Notfall. Das ist jetzt nicht so. Oh, wir haben sogar ganz viele Top-Schutzes. Top-Schutzes, ja. Item. Nee, falsch. Item-Radar. Oh. Das ist, weil ich auf der Taste bei anderen Spielen Rennen habe. Und dann möchte man rennen. So, was haben wir hier noch? Ist ja schon schick hier. Hier? Ja. Wo? Da? Ja. Indigo-Stücke. Die Musik ist ja auch eigentlich ganz cool irgendwie. Und zwar hier. Noch ein Ball. Auch mit dem Lichteinwurf finde ich das eigentlich sehr schön gemacht alles. Sehr schön. Awesome. So, was ist hier noch? Trainer auf jeden Fall. Ein verstecktes Item auf jeden Fall. Jetzt kriegst du die geballte Kraft der Berge zu spüren. Hast du welche? Ich bin nicht nur Backpackerin, sondern auch Schatzsucherin. Ja, ich denke immer viel an Backen deswegen. Übernächstes Wochenende sind wir auf dem Geburtstagsfeier eingeladen mit Thema Science Fiction. Müssen wir uns halt dementsprechend verkleiden und ich mache halt eine Torte, die ich dann auch Science Fiction-mäßig gestalte. Mit einer Enterprise wahrscheinlich. Ich kann auch eine Voyager nehmen. Science Fiction ist ja nicht ganz so meins außer Star Trek, weil meine Mutter ist voll der Trekkie. da kenne ich mich halt dann dadurch ein bisschen aus, aber Star Wars nur so grob. Und sonst, glaube ich, kenne ich nicht wirklich Science-Fiction-Serien. Okay, hier, ne? Gab ja schon andere, was wir halt heutzutage nicht mehr als Science-Fiction ansehen. Wo dann halt schon von U-Booten die Rede war, weil damals das halt noch Zukunftsmusik war. Und heutzutage ja nicht mehr Zukunft ist, deswegen für uns vielleicht keine Science Fiction hat. James Bond ist ja auch irgendwie Science Fiction, wenn man es so genau nimmt, weil damals, wo der Typ die Reihe geschrieben hat oder so, gab es ja auch viele Dinge noch nicht. Tut mir leid, TomTom. Oder Bücher von Jules Verne oder so. War Jules Verne, ne? das ist ja auch Zukunfts. Weisen es drin und ja. Midi. Ist ja eigentlich auch eine Art von Science Fiction. Also wenn von U-Booten oder von anderen technischen großen Sachen geschrieben wird. Die es damals nicht gab, aber heute schon gibt, ne? Wir sehen es ja noch nicht so an, als was Science Fiction. Nee.
Naja, auf jeden Fall backe ich halt schon Torte, dann kommt da drauf Tracky irgendwie hier, ne, Enterprise oder Voyager oder Deep Space Nine gab's ja glaube ich auch noch. Ja. Kann ja uns Bock drauf machen. Ja. Tracky eben. Ich habe noch ein uralt Game. Zwei uralt Games von Star Trek. Noch Windows, was weiß ich, 95 oder was ist das? Keine Ahnung. Oder der Vorgänger sogar noch davon. Müssen wir mal gucken, ob ich die auf irgendwo von irgendeinem Hardcore-Trekkie andrehen kann. Für ein bisschen Bares. Ja, bei mir liegen sie nur blöd rum. Muss halt nur sein Rechner irgendwie anpassen, ne? Weißt du, wie man diese Spitzensteine hier überall nennt? Das sind ja bestimmt gleich. Lass uns trainieren. Ich möchte mit meinem Pokémon-Team stärker werden und die Arena-Leiter von Twin Twake City herausfordern. Und Rayono City stand da, glaube ich, auch noch. Stalagmiten und Galagmiten, oder? Nee, wie war das? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich vergesse das auch mal. Stalagmiten. Wahrscheinlich sage ich jetzt gerade total was Falsches. Auf jeden Fall haben die ja beide unterschiedliche Bezeichnungen, die für unten und für die nach oben gewachsen sind oder die nach unten gewachsen sind. Vielleicht ist es auch so, dass sie... vielleicht ist es auch komplett von unten nach oben gewachsen. Von oben nach unten gewachsen, man weiß es nicht. Mit sowas befasse ich mich auch nicht ganz so. Ich kenne mich ja andere Dinge aus. Ja. Klar, leck mich nicht. Blöde Kuh, wir können so ein Vieh noch trainieren. Und tut. Was erzählst du? Mein Hund redet so auch immer. Wenn sie was möchte. Ich mach's auch mal. Hat sie hier angesprochen? Kommt wahrscheinlich und erzählt dann was. Macht echt coole Soundeffekte manchmal. Der Hund. Nur leider dann meistens, wenn man nichts in der... Bing Bing für Tom. Nichts in der Nähe hat. Sag ich doch, er lernt das irgendwie so um den Dreh. Herzstempel zog nur 40 ab, ne? Ja, vergiss mal das. War richtig, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist jetzt TomToms Dings auch höher. Ich möchte mir sehr einfach aufheben. Das ist einfach so. Drifts plim plim. Mach hinne zum Dings da. Zum Nivora. Was für ein Name. Wenn ich mir vorstelle, dass man das jetzt in Wiesen fangen kann und vor ein paar Editionen noch nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja. Und dass man jetzt das Pokémon in Wiesen fangen kann. Also vor ein paar Editionen musste man das immer freitags oder so holen in irgendeiner Edition. Mir sind die Pokémon sehr, sehr wichtig. Die sind immer an meiner Seite, egal ob ich weine oder lache. Diese Gesteinsformen sind über Jahrhunderte hinweg aus kalkhaltigen Wassertropfen entstanden. Man nennt sie Stalagmiten. Sag ich ja, Stalagmiten. Aber doch nur in die eine Richtung, oder nicht? In die andere Richtung heißen die doch anders, oder nicht? Bin ich blöd. Egal. Ah, drauf gelatscht. Oh, Bella, du stehst... Bell, stehst da drauf. Nee, jetzt steh ich drauf. Ma, Bell, geh mal an die Seite. Calcium. Kalium. Was bist du? Du siehst aus wie jemand, der Habitalisten im Pokédex pflegt. Echt jetzt? Los, verrat mir, welche Pokémon es im Janusberg gibt. Ah, du bist wohl noch auf der Suche. Es gibt auch außerhalb des Janusbergs Pokémon.
Was du hier nicht sagst, ey. Naja, die Habitatslisten. Oh. So. Hier kann man runter. Bell hat dagegen keine Einwände. Warte, wir müssen ein Dings hier noch befummeln. Ah, scheiß Juwele. Kann man die eigentlich verticken? Ich benutze die eh nie. Hier ist noch ein Ball. Toxic. Ja. Was weiß ich? Hier den Trainer möchte ich noch. Danke. Ich kann die unbändige Kraft der Natur spüren. What the hell? Ich auch. Es ist kalt und windig. Und so. Mein Hund mag ja Schnee eigentlich, aber das Blöde ist halt, die ganzen Menschen, die kippen dann einmal Salz drüber über den Scheiß. Und dann musst du den Hund, der kann dann nicht mehr so laufen. Weil Salz ja wehtut in den Pfoten. Ja. Dann denkt man sich schon so, Manche übertreiben es auch. Und ich finde manchmal, wenn die den Schnee wegschippen, finde ich, ist es glatter, als wenn sie den Schnee drauf liegen lassen gehabt hätten. Was setzt da jetzt ein? Ich habe nicht kann mich gerade nicht erinnern. Ich habe es da gelesen, habe gedacht, ich bin besser, als wenn ich wechsle, aber ich habe vergessen. Genau. Ja. Auf jeden Fall kippen die dann auch Salz gleich tonnenweise überall drüber, besonders Stadt. Ich dachte hier, ne, Salz ist, ne, sparsam und so. Nö. Ja, dann gehen wir Prissimberger oder wie der da oben heißt. Im Vulkan schlummert die geballte Kraft der Natur. Man denkt nun mal an die erhitzte Erde und die Mineralien. Ach, hier ist sonst nichts weiter. Okay. Oh, Ma. Da ist der Rennknopf bei diesem Spiel. Mir merken muss. So, dann nennen wir die Ecke auch. Was ist da oben? Wahrscheinlich der Ausgang dann, ne? Wenn jetzt Bell nölt. Nö, tut sie noch nicht. Gut. Schutz, ja, mach ruhig an den Scheiß. Jetzt nölen? Ah, wenn man hier weitergeht, kommt man nach Undula. Ich würde mich hier gerne noch ein wenig umsehen. Was sollen wir machen? Uns kurz trennen? Nö. Okay. Gut. Dann weiß ich Bescheid, dann können wir da hinten hinrennen und, keine Ahnung, was du auch immer suchst, Bellilein. Bellilein, komm herein und bring das Glück dabei. Da, 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 da. Boah, Mal, du läufst mir voll die Klappe rum, du Blödmann. So, ah, ich glaube, noch einer runter war das, ne? So, wo der Doktor abhängt. Wo ist er denn? Nee. Du. Einen Doc holen wir uns noch. Der Fett ist steckt voller Lebenskraft. Ein vitaler Mensch erkennt man sofort an seinem Blick. Oh, ich bin alles andere als vital. Ich bin voll verspannt. Und gestresst und so. Na. No. Flatti gegen Flatti. Tom ist aber besser. Tom. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein sechstes Pokémon. Das ist so das Problemkind. Wir haben bald, glaube ich, 7. und 8. Orden kommen jetzt, glaube ich. Bing für Tom. Können wir eigentlich mal wieder tauschen, ne? Dann mal los, empfängt das Geschenk des Lebens. Ja, was gebärst du mir denn? So, dann tauschen wir mal kurz Tom. Item aus. Geben wir ihm Krummlöffel am besten, ne? Wo ist er denn? Da, Krummlöffel. Ja, gib her. So, und... Millie kriegt mal geben. Glück sei. Gut. Oh, und dann geht mal Zoro nach oben. Machen wir auch nochmal Zoro. Zoro, dem ich keinen Spitznamen geben kann. Weil er ja N gehört. So.
Was? Ja, setz ruhig ein. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Was Bell so möchte hier. Ah ja. Was ist das hier für ein Ort? Irgendwie ist es doch seltsam. Ist das hier womöglich das Herz des Janusberg? Der Ort, an dem Hetran lebt? Hetran ist ein Pokémon, in dessen Adern Blut wie Magma fließt. Es ist kackenhässlich. Aber es ist nicht da anscheinend, ne? Ich weiß auch nicht, wann das jetzt kommt, was ich dafür tun muss. Ja, gut. Vielleicht, wenn ich alleine bin oder so. Oder an einem bestimmten Wochentag. So, Bell, dafür sind wir jetzt den ganzen Weg zurückgejuckelt. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir gleich da oben bleiben können, ey.